Goldbuster! Schau, es ist Jessie der Jeep. Sie hat einen Kuchen. Wow, der sieht lecker aus. Aber da kommt Bandit Bus. Er sieht verschmitzt aus. Oh nein, er isst Jessies Kuchen. Das ist gar nicht fair. Arme Jessie. Hier kommt Buster der Bus. Und da ist Bandit, der zu schnell fährt. Sieh, Buster spielt mit Scout. Er hat ihr einen Fußball geschenkt. Sieh, wie Scout sich freut. Sieh mal, Diggly baut einen bunten Turm. Aber hier kommt Bandit. Ich frag mich, was dieser schreckliche Mobber jetzt vorhat. Oh nein, er hat Digglys Turm umgeschmissen. Bandit ist eine Bedrohung. Oh je, er hat Scouts Ball gesehen. Bandit klaut den Ball für sich selbst. Was für ein Mobber. Buster will etwas tun. Die arme Scout ist so traurig. Buster will seiner Freundin helfen. Er wird sich gegen Bandit einsetzen und ihn überzeugen, den Ball zurückzugeben. Ich glaube nicht, dass Bandit Buster zuhören wird. Er wird ihn stattdessen mobben. Das ist nicht fair. Aber warte, Jessie steht neben Buster. Scout ist auch hier, um zu helfen. Sie haben alle die Nase voll von Bandit. Da ist Otis, das Polizeiauto. Er freut sich an seinem Eis. Ups, Bandit hat rückwärts Otis gerammt. Otis sieht wütend aus. Geschieht Bandit ganz recht, wo er so gemein zu allen war. Jetzt können Buster, Scout und Jessie in Frieden zusammen Fußball spielen. Jetzt, wo Bandit sie nicht mehr mobben kann. Es ist ein stürmischer Tag auf dem Bauernhof. Guck mal, ich glaube, Terry hat etwas, das er Buster zeigen will. Hey, da ist Monty, der Heißluftballon. Er ist ein alter Freund von Terry. Sag Hallo, Buster. Es muss so viel Spaß machen, durch die Luft fliegen zu können wie ein Ballon. Aber, oh je, der Wind wird stärker. Ich hoffe, Monty fliegt nicht weg. Oh nein, das Seil ist gerissen. Und jetzt bläst der Wind Monty davon. Schnell, Buster, du musst ihm hinterherjagen. Wer weiß, wo er sonst hingeblasen wird. Monty ist so hoch oben. Wie wirst du ihn runterholen? Schau, ein Seil. Ich frag mich, was Buster im Sinn hat. Beeilt euch, Leute. Ihr müsst Monty überholen. Was wird Buster wohl tun? Oh, natürlich, ein Lasso. Fang ihn ein, Cowboy. Ah, so knapp. Aber Monty fliegt weiter davon. Es muss doch einen Weg geben, Monty zu retten. Was hat Buster jetzt gesehen? Es ist Iggy, der Eiswagen. Mit ganz vielen Ballons. Ich glaube, ich weiß, was Buster plant. Schau, Buster hat all die Ballons an sich festgebunden und jetzt fliegt er in den Himmel hoch. Los, Buster, du schaffst das. Halt Monty fest. Fast. 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 Du hast ihn. Gut gemacht, Buster. Du hast den Tag gerettet. Monty sieht sehr dankbar aus. Ah, Monty ist wieder fest angebunden. Er wird nicht davonfliegen wie der Ballon dort. Gute Arbeit, Buster. Guten Morgen, Buster. Oh, sieh doch nur diese schönen Fotos von dir und deiner Mama. Wäre es nicht toll, wenn du ihr etwas schenkst, weil sie so wundervoll ist? Und Buster fährt los, um etwas für seine Mutter zu besorgen. Oh wow, was ist das denn? Ein riesiger Greifautomat. Dieser Teddy dort wäre perfekt für deine Mama. Ich glaube, Buster will versuchen, ihn zu gewinnen. Komm schon, Buster, du schaffst es. Ganz sachte jetzt. Oh nein, du hast ihn fallen gelassen. Gleich hast du ihn. Geschafft. Gut gemacht, Buster. Deine Mama wird ihn lieben. Oh, hallo kleines Rotkehlchen. Robin ist gekommen, um Buster auf der Suche nach weiteren Geschenken für seine Mutter zu helfen. Ich glaube, Robin hat da was erspäht.
Was ist es, Robin? Oh, ein wunderschöner Blumenstrauß. Gut gemacht, Robin. Ich frage mich, was Buster seiner Mutter noch geben könnte. Oh, seht nur! Ein Ballon! Schnell, Buster, fang ihn! Oh nein, du bist nicht schnell genug, Buster! Der Ballon fliegt weg! Komm schon, Robin! Wir wissen doch alle, wie gut du im Ballon fangen bist! Haha, gut gemacht! Was für ein schöner Ballon! Er hat ja ein strahlendes Gesicht! Danke für deine Hilfe! Mach's gut, Robin! Sieh nur, Buster, da ist deine Mama! Oh, Buster ist so glücklich, sie zu sehen. Und sie scheint sich so über ihre tollen Geschenke zu freuen. Oh, was für ein schöner Tag, was, Buster? Mama ist wirklich die Beste. Juhu, Buster, der Bus ist zum Spielen herausgekommen. Pass auf die rote Farbe dort auf, Buster. Oh, Buster ist mitten hindurchgefahren. Schau mal, Buster, du hast mit deinen Rädern rote Linien gezogen. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Gut gemacht, du hast einen Kreis gemalt. Ein Kreis ist rund und hat die gleiche Form wie ein Rad, Buster. Und jetzt hast du den Kreis ausgemalt, Buster. Es ist ein roter Kreis. Oh, hallo, Scout. Komm her und mach mit. Wir lernen gerade etwas über die Formen. Welche Form malt denn Scout? Es ist ein Quadrat. Ein blaues Quadrat. Ein Quadrat hat 4 gleich lange Seiten. Hallo, Digger! Digger ist gekommen, um mit Buster und Scout Formen zu malen. Welche Form wird Digger wohl malen? Digger ist nicht ganz so schnell wie Buster und Scout. Das ist in Ordnung. Digger wird gleich fertig sein. Es ist ein Dreieck. Ein Dreieck hat 3 Seiten. Ein gelbes Dreieck. Digger hat so lange gebraucht, um seine Form zu malen, dass Buster und Scout eingeschlafen sind. Aufwachen, ihr zwei! Was können wir denn noch für Formen zeichnen? Ein grünes Rechteck. Gute Arbeit, Buster. Ein goldener Stern. Der sieht fantastisch aus, Scout. Und ein hübsches rosa Herz. Digger malt eine Raute. Oh, seht doch nur all die Farben. Es ist eine wundervolle Regenbogenraute. So viele verschiedene bunte Formen. Diese zu lernen hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben ein Quadrat, einen Kreis, ein Dreieck, einen Stern, ein Herz, ein Rechteck und eine Raute gemalt. Gut gemacht, alle miteinander. Schau, es ist Jessie der Jeep. Sie hat einen Kuchen. Wow, der sieht lecker aus. Aber da kommt Bandit Bus. Er sieht verschmitzt aus. Oh nein, er isst Jessies Kuchen. Das ist gar nicht fair, arme Jessie. Hier kommt Buster der Bus. Und da ist Bandit, der zu schnell fährt. Sieh, Buster spielt mit Scout. Er hat ihr einen Fußball geschenkt. Sieh, wie Scout sich freut. Sieh mal, Diggly baut einen bunten Turm. Aber hier kommt Bandit. Ich frag mich, was dieser schreckliche Mobber jetzt vorhat. Oh nein, er hat Digglys Turm umgeschmissen. Bandit ist eine Bedrohung. Oh je, er hat Scouts Ball gesehen. Bandit klaut den Ball für sich selbst. Was für ein Mobber. Buster will etwas tun. Die arme Scout ist so traurig. Buster will seiner Freundin helfen. Er wird sich gegen Bandit einsetzen und ihn überzeugen, den Ball zurückzugeben. Ich glaube nicht, dass Bandit Buster zuhören wird. Er wird ihn stattdessen mobben. Das ist nicht fair. Aber warte, Jessie steht neben Buster. Scout ist auch hier, um zu helfen.
Sie haben alle die Nase voll von Bandit. Da ist Otis, das Polizeiauto. Er freut sich an seinem Eis. Ups, Bandit hat rückwärts Otis gerammt. Otis sieht wütend aus. Geschieht Bandit ganz recht, wo er so gemein zu allen war. Jetzt können Buster, Scout und Jesse in Frieden zusammen Fußball spielen. Jetzt, wo Bandit sie nicht mehr mobben kann. Nein, Bandit, der Bus, stiehlt etwas aus dem Süßwarenladen. Bleib stehen, du Dieb! Da kommt Otis, das Polizeiauto. Er ist hier, um den Fall der gestohlenen Naschereien zu untersuchen. Bandit ist dort lang gefahren, Otis. Ich glaube nicht, dass Otis die Flucht von Bandit bemerkt hat. Gute Idee, Otis. Folge der Spur der Süßigkeiten. Wir wissen auch, wohin sie dich führen wird. Dort ist er! Stehen bleiben, du Dieb! Sieh nur, Otis, noch mehr Spuren. Folge ihnen weiter. Wow, Bandit lässt aber viele Süßigkeiten fallen. Oh, hallo Buster. Oh, ich glaube nicht, dass diese Süßigkeiten für dich sind. Buster liebt Süßes. Oh nein, die Spur der Süßigkeiten hat direkt zu Buster geführt. Otis denkt nur, dass Buster der Dieb ist. Falsch gedacht, Otis. Buster ist unschuldig. Armer Buster, was wirst du jetzt wohl tun? Otis steckt Buster ins Gefängnis. Oh, Buster. Da kommt Scout. Vielleicht kann Scout Buster helfen, wieder aus dem Gefängnis zu kommen. Du musst Buster helfen, Scout. Beweise, dass er unschuldig ist. So ist es richtig, Scout. Folge der Spur immer weiter, bis du den wahren Dieb gefunden hast. Scout, die Detektivin, ist am Ball. Dort ist er ja. Bandit wird auf frischer Tat ertappt, als er gerade Sachen aus einem Spielzeugladen stiehlt. Diesmal hast du es zu weit getrieben, Bandit. Stehen geblieben im Namen des Gesetzes. Du bist verhaftet. Es ist Zeit, die Sache richtig zu stellen und Buster aus dem Gefängnis zu befreien. Heraus, Buster, du bist unschuldig. Und Bandit muss dafür rein. Danke, Scout, du bist eine gute Detektivin. Ohne dich wäre Buster noch immer eingesperrt. Tut mir leid, Bandit, aber du hast es so verdient. Stehen ist nicht erlaubt. Gut gemacht, Otis. Mach's gut, Bandit. Hallo, Buster. Was ist das? Ein Fußball? Oh, schau, Buster. All deine Freunde sind da und möchten Fußball spielen. Und sie brauchen noch einen Mitspieler. Na los, Buster. Das wird sehr viel Spaß machen. Anpfiff. Oh, zu langsam, Buster. CJ, der Betonmischer, zielt für einen Schuss. Kann Jesse Jeep ihn halten? Na los, Jesse, du schaffst das. Oh, so knapp, aber Tor! Gut geschossen, CJ. Toller Kopfball, Buster. Was für ein Schuss, Scout. Gute Abwehr, Digger. Haha, Scout hat Digger den Ball zugespielt. Scout geht jetzt aufs Tor los. Weiter, Scout. Keiner kann sie jetzt angreifen. Tor. Toll gemacht, Scout. Jesse zu Scout. Scout gibt ihn ab. Toller Schuss, Digger. Direkt zu Bandit. Oh, das war aber grob, Bandit. Wird Bandit jetzt ein Tor schießen? Kann Jesse ihn diesmal halten? Oh nein. Jesse hat den Ball zerplatzt. Ist das Spiel jetzt zu Ende? Oh, so ein Glück. Otis hat einen Ersatzball. Das Spiel geht weiter. Jetzt geht's so richtig los. Buster geht aufs Tor zu. Oh nein, Bandit Bus schubst Buster. Das ist ein Foul. Richtige Entscheidung, Robin. Bandit hat eine rote Karte bekommen. Robin schickt Bandit vom Platz. So ist das, wenn man zu grob spielt. Jetzt nimmt Buster einen Elfmeter. Komm schon, Buster. Tor! Du hast es geschafft, Buster. Du hast gewonnen und sogar einen schönen Pokal bekommen. Das hat Spaß gemacht. Hallo allerseits. Was für ein schöner Sonnenuntergang. Ich wette, Buster hatte heute viel Spaß in der Sonne. Ich frage mich, was das für ein grüner Schleim ist. Oh nein, es ist auf Buster getropft und ich glaube, er hat es nicht gemerkt. Was passiert da? Irgendwas stimmt nicht. Sieh mal, wie all die Grabsteine und Kürbisse erscheinen. Wie gruselig. Und was ist mit Buster passiert? Ich glaube, der grüne Schleim hat Buster in einen Zombie verwandelt. Das ist ein Riesen.
riesiger Kürbis, den Digger da schnitzt. Und es sieht super aus. Wer ist das? Oh nein, es ist Zombie Buster. Digger hat große Angst. Aber ich glaube nicht, dass Buster weiß, wie er aussieht. Oh sieh, da ist Scout. Buster ist so froh, sie zu sehen. Oh nein, sie scheint auch Angst zu haben. Oh nein, Scout versteckt sich vor Buster genau wie Digger auch. Armer Buster, er ist so traurig und allein. Komm raus, Scout. Buster ist dein Freund. Ich glaube, Scout hat eine Idee. Sie will, dass Buster ihr folgt. Siehst du, Buster? Du siehst aus wie ein Zombie. Deshalb haben alle Angst vor dir. Keine Sorge, Buster. Sieh mal, der Schleim klebt auch an Scouts Rad. Ich glaube, Scout hat einen Plan. Eine Autowäsche? Gute Idee, Scout. Buster liebt eine Autowäsche. Juhu, das Ende ist ab. Buster ist kein Zombie. Das war sehr gruselig, Buster. Liebe Güte, Scout, du hörst dich an wie ein Werwolf. Frohes Halloween. Hey, Buster. Oh, du siehst ein bisschen müde aus. Buster ist eingeschlafen. Aber was ist denn das? Barthaare? Eine Stupsnase? Und Ohren? Es ist Buster, der Osterhase. Gut schaust du aus. Ich glaube, er mag sein neues Stummschwänzchen. Wohin er wohl jetzt fährt? Osterhasenaufträge erledigen, hoffe ich doch. Oh, was ist denn das? Auf dieser Seite des Hügels befindet sich ein Hasenbau. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Da kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Oh, seht mal. Terry Traktor macht ein Schläfchen. Wow, Buster der Osterhase hat Terry ein buntes Osterei geschenkt. Und weiter geht's, um noch mehr Osterfreude zu verbreiten. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Hierher, Busterhäschen. Robin schläft tief und fest. Es ist an der Zeit, noch ein Osterei zu verschenken. Dieses ist für Robin, wenn sie wieder aufwacht. Und weiter geht's einen anderen Tunnel entlang. Wer ist denn das? Es ist Jessie Cheep. Ach, sie schläft. Buster, der Osterhase, schenkt auch ihr ein Ei, das sie beim Aufwachen finden wird. Buster, der Osterhase, hat ja so viel zu tun. All diese Eier verteilen sich nicht von selbst. Ich frage mich, für wen Buster Herzchen wohl noch Eier hat. Da ist Digger der Bagger. Sei leise, Buster, und versuch ihn nicht aufzuwecken. Da ist ja ein Ei in Diggers Schaufel. Gute Idee, Busterhäschen. Oh weh, ich glaube, Buster der Osterhase ist ein wenig müde. Aufwachen, Buster. Oh, Busterhäschen, das war alles nur ein Traum. Wie schade, dass all die Eier nicht echt waren. Aber was ist denn das? Es ist ein Osterei. Oh toll, der echte Osterhase hat ein Ei für Buster dagelassen. Was hat der kleine Bus nur für ein Glück? Das sind Buster und Robin. Buster scheint das Kaugummi sehr zu genießen. Was ist das? Flaschenpost. Ich frage mich, was drin steht. Wow, es ist eine Schatzkarte. Das X markiert den Punkt. Buster und Robin werden den vergrabenen Schatz finden. So, in welche Richtung sollen sie gehen? Das ist der Steg. Und guck mal, da ist die einsame Insel. Sie haben es gefunden. Oh je, das Wasser ist voller Haie. Sie müssen einen sicheren Weg zur anderen Seite finden. Schau, da ist Katrina, das Dampfboot. Sie steckt auf dem Strand fest. Sie könnte einen Schubs zurück ins Wasser gebrauchen. Genau so, Buster. Gut gemacht. Super, Katrina ist zurück im Wasser. Ach, herrje, sie hat ein Loch. Katrina könnte sinken, wenn das niemand repariert. Ich glaube, Buster hat einen Plan. Ich frage mich, was er mit dem Kaugummi macht. Oh, er verwendet das Kaugummi, um das Loch zu verschließen. Sehr schlau, Buster. Jetzt können die Haie euch nicht fangen.
Nächster Halt, einsame Insel. Super, Buster ist auf der Insel angekommen. Jetzt muss er nur noch den Schatz finden. Er muss hier irgendwo sein. Da, das X markiert den Punkt. Buster gräbt tief. Wow, eine Schatztruhe. Schau, eine Goldmünze. Ich frage mich, wofür Buster sie wohl verwenden wird. Schau, Diggly repariert Katrinas Leck. Oh, Buster verwendet die Münze, um Diggly zu bezahlen. Er hilft, Katrina repariert zu werden, um sich bei seiner neuen Freundin zu bedanken. Wie lieb von ihm. Was für ein lustiges Abenteuer. Hallo, Buster. Das ist aber ein tolles Halt-Poster, das du da hast. Oh, Buster sieht sehr müde aus. Ich frage mich, worüber er wohl träumt. Was ist los? Flossen? Korallen? Wow, Buster. Ich glaube, du bist im Meer. Na los, Buster. Das Meer ist dein neuer Spielplatz. Ist es nicht wunderschön? Sieh mal Buster an. Spring in den Himmel. Das macht so viel Spaß. Warte mal, was ist das? Ein riesiger Fisch. Schnell, Buster, versteck dich. Oh, schau, er ist ja gar nicht groß. Er ist winzig. Alles gut, Buster. Keine Sorge. Aber was ist das? Das ist Cham, der Hai. Guck dir all die scharfen Zähne an. Versteck dich, Buster, schnell. Oh nein, Buster hat den kleinen Fisch verwirrt und jetzt schwimmt er direkt auf den Hai zu. Scheint, als würde Cham, der Hai, gerne Freunde machen wollen. Aber es sieht so aus, dass alle vor ihm Angst haben. Schnell, kleiner Fisch, versteck dich neben Buster. Warte mal, der Hai sieht traurig aus. Sehr traurig. Weißt du was, Buster? Ich glaube, Cham ist einsam. Er war nur freundlich. Er hat keine Freunde. Genau, Buster. Geh und sag Hallo zu ihm. Siehst du? Er möchte jemanden zum Spielen haben. Buster und Cham haben so viel Spaß. Hier ist ein toller Ort, um Fangen zu spielen und neue Freunde zu finden. Sieh, wie sie loslegen. Oh, Buster wacht auf. Es war nur ein Traum. Jetzt hast du keine Flossen, Buster. Du bist wieder ein Bus. Was für ein tolles Unterwasserabenteuer. Hallo, Buster. Was hast du denn da? Ein Eis. Das sieht aber lecker aus. Oh nein, was ist denn los, Buster? Du hast einen Wackelzahn. Das ist aber gar nicht gut. Vielleicht solltest du nicht so viele Süßigkeiten essen, Buster. Oh, das sieht aber schlimm aus. Armer Buster. Ah, gute Idee, Robin. Buster sollte zum Zahnarzt gehen und den Wackelzahn behandeln lassen. Na los, Buster. Da musst du keine Angst haben. Der Lutscher sieht lecker aus. Aber ich glaube nicht, dass der deinem Wackelzahn guttun wird. Aua, sieht aus, als hätte es wirklich wehgetan. Wie wäre es mit einem Apfel, Buster? Etwas mit weniger Zucker? Ich glaube, Buster hat jetzt Angst, überhaupt zu essen. Oh je, der Zahn tut noch immer weh. Armer Buster, so kann es nicht weitergehen. Genau, Robin, geh und hol Hilfe. Sieh mal, wer da kommt. Das ist Amber, der Krankenwagen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Du musst keine Angst haben, Buster. Amber ist hier, um dir zu helfen. Du musst nur mutig sein. Mach weit auf. Na los, Buster. Mach weit auf, damit Amber deinen Zahn sehen kann. Jetzt lass uns mal sehen. Ja, das sieht schmerzhaft aus, Buster. Sieht so aus, als würdest du deinen ersten Milchzahn verlieren. Und dann kommen deine bleibenden Zähne. Amber weiß, was dir helfen wird. Eine Zahnbürste. Drück die Zahnpaste aus der Tube und putz hin und her. Genau so, Buster. Alles schön sauber. Es ist sehr wichtig, dich um deine Zähne zu kümmern. Und schnell noch spülen. Gut gemacht, Buster. Ein Eisbeutel wird die Schmerzen lindern. Das ist besser. Siehst du, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Danke, Amber. Hoffentlich wird Busters Zahn morgen früh besser sein. Oh, wow, Buster, sieh mal. Dein Wackelzahn ist ausgefallen. Das ist besser, nicht wahr? Und ein neuer Zahn wird bald nachwachsen. Gut gemacht, Buster. Du warst sehr mutig. Hallo, Buster. Sieht ja nach einem Tag aus, um Spaß zu haben. Oh nein, da ist Bandit der Bus. Buster, pass auf, oder ihr stoßt zusammen.
Warte, was passiert da? Oh, wow, du schwebst in der Luft. Das ist ja unglaublich, Buster. Meinst du, du kannst fliegen? Oh, wow, du bist zu einem Superhelden geworden. Du bist so schnell. Super Buster ist hier. Juhu! Was hat Buster gesehen? Da ist Otis, das Polizeiauto. Ich frag mich, was Otis in dem Tunnel sucht. Warte, da ist Bandit, der Bus. Was macht er nur? Das sieht gar nicht gut aus. Oh nein, er hat den Felsblock über den Rand geschubst und Otis im Tunnel eingesperrt. Du musst ihn retten, Buster. Damit kannst du Bandit den Bus nicht davonkommen lassen. Der Felsblock sieht sehr schwer aus. Es ist okay, Buster. Du bist jetzt ein Superheld. Du kannst ihn retten. Oh, Buster, deine Augen. Wow, du hast ja Laseraugen. Gut gemacht, Buster. Du hast Otis befreit. Jetzt lass uns den frechen Bandit-Bus fangen. Da ist Bandit. Sieht aus, als hätte er schon wieder nichts Gutes im Sinn. Scout, pass auf. Arme Scout. Schau, wer da kommt. Jetzt kriegst du Ärger. Super Buster ist hier. Buster, du kannst ihn aufhalten. Super Buster ist zu stark für Bandit. Das sollte ihn stoppen. Jetzt muss Buster nur Scout aus dem Teich helfen. Sieh mal Bandit an. Er steckt jetzt fest. Oh, es war alles nur ein Tagtraum. Ich glaube nicht, dass der Lehrer darüber froh ist. Hallo, Buster. Das ist ja eine hübsche Blume. Was für ein schöner, sonniger Tag es ist. Buster ist heute sehr glücklich. Und schau mal da, ein toller, saftiger, roter Apfel. Beeil dich, Buster, sonst kommst du zu spät zur Schule. Der Unterricht hat schon angefangen. Schnell! Oh je, ich glaube nicht, dass der Lehrer es gut findet, dass du zu spät bist, Buster. Pass jetzt gut im Unterricht auf. Sieht aus, als solltest du heute durch die Hütchen fahren. Hier kommt Robin. Aufpassen, Buster. Lass dich nicht ablenken. Oh je, der Lehrer sieht gar nicht glücklich aus. Es ist Zeit, durch die Hütchen zu fahren. Der Orangebus fährt zuerst. Ruhig und langsam, so geht's. Der Lehrer scheint zufrieden. Jetzt bist du dran, Buster. Viel Glück! Oh, langsamer Buster. Du fährst die Hütchen um. Versuche, zwischen den Hütchen zu bleiben. Oh je, das ist nicht, was du machen solltest. Das hast du nun vom Herumrasen. Der Lehrer ist sehr enttäuscht. Die Schule ist zu Ende. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich glaube, Buster ist traurig, weil er im Unterricht nicht das gemacht hat, was ihm gesagt wurde. Vielleicht sollte er sich beim Lehrer entschuldigen. Der Lehrer sieht sehr müde aus. Es war für ihn auch ein langer Tag. Ich glaube, er könnte etwas Aufheiterung gebrauchen. Was könntest du nur? Der Apfel. Super Idee, Buster. Das ist sehr lieb von dir. Und du hast den Lehrer aufgemuntert. Komm schon, Buster. Du schaffst das jetzt. Ruhig und langsam. Genau. Du konzentrierst dich und machst es richtig toll, Buster. Du hast es geschafft. Gute Arbeit, Buster. Super gemacht. Hallo, Buster. Hallo, kleiner Robin. Genau, Buster. Schau in beide Richtungen, bevor du die Schienen überquerst. Du liebe Güte, das war knapp. Hat Suki der Zug nicht geschaut, wo sie hinfährt? Da ist Otis, das Polizeiauto. Irgendwas muss passiert sein. Schnell, Buster, vielleicht kannst du helfen. Oh nein, Suki ist bei der Arbeit eingeschlafen. Wer weiß, wo sie hinkommt, wenn sie keiner aufweckt. Was machen wir denn bloß? Warte, ich glaube, Buster hat eine Idee. Ein Tau? Guter Einfall, Buster. Du kannst Suki damit abbremsen. Gut gefangen, Robin. Genau so. Zieh! Du schaffst das. Oh nein, das Tau ist gerissen. Suki ist immer noch außer Kontrolle. Ich glaube, sie ist jetzt sogar schneller. Du musst sie einholen. Schnell. Was hat Buster jetzt gesehen? Oh nein, es ist Digger. Suki fährt direkt auf ihn zu und er hat es nicht bemerkt.
andere Schienen und sie gehen bergauf. Pass auf, Buster. Puh, das war knapp. Gut geduckt, Buster. Du musst die Weiche umlegen, Buster, damit Suki bergauf fährt. Beeil dich, Buster. Du schaffst das. Fast geschafft? Ja, gerade rechtzeitig. Gut gemacht, Buster. Du hast die Weiche umgelegt. Suki fährt jetzt den Hügel hinauf. Das sollte sie bremsen. Da, endlich. Sie hat sicher angehalten. Ich glaube, Suki wacht auf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Gut gemacht, Buster. Du hast Otis geholfen und den Tag gerettet. Na sieh mal, da ist Buster der Bus. Er verbringt den Tag am Strand. Sieht es nicht toll aus? Oh nein, Buster, deine Reifen stecken im Sand fest. Das war aber nicht geplant. Sieh dir Digger an. Er bleibt nicht stecken, da er auf Ketten läuft. Und wer ist das? Sandy die Möwe. Ich frag mich, ob Sandy helfen kann. Ich glaube, sie möchte, dass du ihr folgst, Buster. Genau, Buster. Wenn du jeweils nur einen Reifen bewegst, bleibst du nicht noch einmal stecken. Digger buddelt ein Loch. Oh, pass auf, Buster. Was ist das? Ein Eimer und Schaufel? Ich glaube, Sandy möchte, dass du ihr hilfst, eine Sandburg zu bauen. Nur ein bisschen mehr Sand. Umdrehen und schwuppdiwupp. Eine Sandburg. Super, Buster. Sieht gut aus. Gut gemacht. Oh, wow. Diggers Sandburg ist fantastisch. Sie ist viel größer als deine. Warte, Buster. Pass auf. Da ist ein Loch. Wenigstens ist Digger da und kann dir wieder raushelfen. Ich glaube, Digger ist wirklich stolz auf seine tolle Sandburg. Oh nein, Sandy. Nicht da landen. Du wirst die Sandburg kaputt machen. Ich denke, Sandy weiß gar nicht, was sie macht. Oh nein, es ist nur noch ein großer Haufen Sand. Und was ist das für ein Geräusch? Eine Welle! Passt auf! Armer Digger. Aber warte, nicht alle Sandburgen wurden zerstört. Busters kleine Burg steht noch und ist jetzt dank Sandy die größte und beste. Tschüss, ihr alle. Hoffe, ihr hattet einen tollen Tag am Strand. Kommt herbei und hört das Märchen von Buster, dem Zauberer. Hier kommt Buster, der Bus. Er fährt wohl durch einen verwunschenen Wald. Aber halt, was ist das am Wegrand? Ich glaube, es ist ein Zauberbuch. Wow, Buster kann es verwenden, um zu zaubern. Schau mal, da sind Scout, Terry und Jessie auf dem Stadtplatz. Ich glaube, Buster wird versuchen, ein paar Zaubersprüche auszuprobieren. Mal sehen. Wow, ein Zauberhut! Buster zaubert wirklich! Ich frage mich, welchen Zauber Buster verwenden kann, um Terry zu helfen. Abracadabra! Wow, Buster hat die Pflanzen wachsen lassen! Gute Arbeit, Zauberer Buster! Was für andere Zauber sind im Zauberbuch? Der Bienenzauber? Oh, schau! Buster hat Scout in eine Biene verwandelt. Es macht ihr so viel Spaß, herumzufliegen. Ich glaube, Jessie will auch fliegen. Was für Zauber gibt es dafür? Seifenblasen? Cool! Jessie schwebt in einer Seifenblase. Gute Arbeit, Zauberer Buster! Oh, schau, er ist sehr schläfrig. Zeit für ein Nickerchen, Buster? Oh je, ich glaube, irgendwas ist schiefgegangen. Die Magie ist außer Kontrolle. Schnell, Buster, du musst alles wieder zum Alten zurückkehren. Beeil dich, Buster. Puh, alle Zauber sind umgekehrt. Aber ich glaube, Busters Freunde sind nicht sehr zufrieden mit ihm. Buster legt das Zauberbuch zurück, wo er es gefunden hat. Das ist vermutlich besser so. Und das ist das Ende des Märchens von Buster dem Zauberer. Danke fürs Zuhören.